Guten Tag, meine Damen und Herren. In den letzten Jahren hat sich das Thema Offenheit in unterschiedlichen Strömungen der Gesellschaft, der Verwaltung, der Wirtschaft und auch der Wissenschaft mehr und mehr etabliert. In Kombinationen mit dem Wort Open treten uns heute eine Vielzahl neuer Begriffe entgegen. In dieser Lerneinheit wollen wir uns daher einmal grundlegender mit diesen verschiedenen Strömungen beschäftigen. Noch vor wenigen Jahren wurden Informationen sorgsam gehütet. Sie wurden in Unternehmen als Betriebsgeheimnis gesehen, Verwaltungen sammelten sie in Ordnern und Planschränken, Auskunftsbegehren wurden fast schon als Majestätsbeleidigung gesehen. Dies ändert sich gerade dramatisch. Informationsfreiheit, Bürgerbeteiligung, offene Daten, Transparenzgesetze, neue Schlagworte und Aktivitäten, die andeuten, dass Offenheit in den unterschiedlichsten Bereichen im Vormarsch ist. Offenheit kann eigentlich als Tugend und Teil wissenschaftlicher Integrität angesehen werden. Nur durch Offenheit entsteht eine intensive Zusammenarbeit zwischen den Wissenschaftlern, eine größere Transparenz des Forschungsprozesses und ein verbesserter Zugang zu Ergebnissen für die Öffentlichkeit. All dieses wird heute oftmals unter dem Begriff Open Science zusammengefasst. Beim einzelnen Wissenschaftler steht hingegen primär die Publikation in einem Journal oder als Dissertationsschrift im Vordergrund. Über offene Publikationswege hat er zumeist noch nicht nachgedacht und die im Forschungsprozess genutzten oder entstandenen Daten bleiben meist im Verborgenen. Oft stehen sie nur auf dem eigenen Rechner des Wissenschaftlers bereit und verschwinden dann so manchmal auch mit dem Projektende, weil niemand für eine nachhaltige Nutzung sorgt. Insofern gibt es in einer zunehmend digitalisierten Forschungslandschaft einen großen Handlungsbedarf. Dabei werden wir uns auf verschiedenste aktuelle Strömungen und Einrichtungen anschauen. Der Weg zur für jedermann uneingeschränkten Verfügbarkeit von Wissen und von Produkten des wissenschaftlichen Lebenszyklus ist Gegenstand von freiwilligen Organisationen wie Open Knowledge, Open Access oder Open Data. Und natürlich soll auch der Einfluss dieser Offenheit auf die Geoinformationsverarbeitung diskutiert werden. Diese kann hier an vielen Stellen bereits als sehr fortschrittlich bezeichnet werden. So gibt es seit über 20 Jahren eine ziemlich gut genormte Geoinformationswelt. Softwarelösungen arbeiten interoperabel miteinander, dank klar definierter Spezifikationen und Webservices. Und Geoinformationen sind auch in großem Umfang digital verfügbar. Sei dies in Form der OpenStreetMap oder zunehmend aus den aktuellen Aktivitäten der Verwaltung, die sich anstrengt, auch ihre Datenschätze offen verfügbar zu machen. OpenGeoEDU ist ein vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur im Rahmen des Modernitätsfonds gefördertes Verbundprojekt unter Führung der Professur für Geodäsie und Geoinformatik an der Universität Rostock.